Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Risen 1 in einer neuen Aufnahmesession in einem neuen Jahr und wünsche euch allen natürlich ein frohes neues Jahr 2020. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und ich hoffe, dass das Jahr für den einen oder anderen genauso gut weiterverläuft oder für den einen oder anderen besser verlaufen wird als das letzte Jahr. Viel Glück und Gesundheit für euch da draußen und wir sind wieder zurück in Risen. Neue Aufnahmesession, muss erstmal wieder reinkommen, klar, wie immer, das übliche, letzte Aufnahmesession hat Vergangenheitsextreme ja mega gefailt. Wir erinnern uns zurück im Sumpf, also dutzende Male gestorben oder vieles ist schief gelaufen. Ich denke, es war die bessere Idee, dass wir jetzt hier hingegangen sind, dass wir versuchen, in die Hafenstadt zu kommen und später können wir zum Würstchen, Broga und Co. zurückkehren. Mal sehen, wie es dann verlaufen wird. Jetzt würde ich sagen, wir versuchen mal unser Glück in dieser Höhle. Das sollen ja diese hungrigen Wölfe sein. Die wollen wir ja beseitigen. In der letzten Aufnahmesession hatten die ersten Folgen ein Knacken die ganze Zeit in meiner Audiospur. Keine Ahnung, woran es gelegen hat. Und die weiteren Folgen in der gleichen Aufnahmesession haben dann nicht mehr geknackt. Also keine Ahnung, woran es lag. Ich habe es jetzt intensiv getestet und in der Testphase jetzt gerade eben war auch kein Knacken zu hören. Ich hoffe jetzt einfach mal und vertraue darauf, dass das jetzt auch so gut weiterlaufen wird. Ja, wir sind der Noob von nebenan und müssen jetzt schauen, dass wir hier in der Höhle vorankommen. Hungriger Wolf. Ich hoffe, das wird klappen. Ich hau immer genau dann zu, wenn die beißen. Ne? Habe ich auch immer Talent für. So, einer ist weg. Komm schon. Sag mal, die treffen einen aber auch immer so krass, ne? Gut, wir sind natürlich immer noch quasi nackig. Wir brauchen ja immer noch die Rüstung. Ja, aber das ist halt immer so im Endeffekt das, was man rauskriegt an Beute, benutzt man auch irgendwie gleichzeitig wieder zum Heilen. Das ist irgendwie so... Ist halt schwierig vom Wert her, weißt du, wenn man das im Wert aufwiegt so... Klar, ich spiele das auf normal, ich könnte es leichter stellen fürs Let's Play, aber... Sind wir mal ehrlich, leicht ist ja schon sehr Low-Bob-mäßig, ne? Hier ist ein Heilkraut... Es ist ja auch normal okay, wenn man dann erstmal eine Rüstung hat und so. Für den Einsteiger, der die Reihe gar nicht kennt, wäre natürlich leicht eher was. Und ich stelle mich natürlich hier und da natürlich auch nicht sonderlich gut an, das muss ich auch sagen. Der eine oder andere von euch da draußen wird das natürlich viel besser hinkriegen, weil er schon mit 6 Jahren durchgespielt hat. 10-mal auf schwer. Nein, Spaß, ich weiß, der eine oder andere ist natürlich besser als ich. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier der King bin. Ich seh nix. Oh, schön. Hier raus. Stirb. Diese Musik. Dramatisch. Ach komm. Ich hau da mal eben weg hier. Beifuß. Komm, sitz. Setz dich hin. So, komm, mach was. Ja, töte die hungrigen Wölfe. Ja, das lief doch schon mal sehr gut hier. Natürlich, klar, Pfeile haben wir jetzt auch wieder investiert, muss auch wieder bedenken, jeder einzelne Pfeil kostet Geld, etc. Am Anfang ist halt wirklich alles so, ja, alles, was man findet und benutzt, muss man alles so in Geld, in Gold Wert vergleichen. Das ist halt, muss ich sagen, das Gameplay ist sehr gut gemacht, dass man gerade am Anfang jetzt nicht sagen kann, oh, ich fühle mich jetzt so allmächtig, ich kann hier überall durchwaschen. Das geht nicht in dem Spiel. Zumindest nicht am Anfang. Später ist das eine andere Geschichte, dann hat man ja Rüstung, Waffen und man weiß wohin und hat auch mehr Freiheiten. Hier und jetzt sind wir... Verstehe ich nichts. Sind wir halt jetzt noch quasi der Noob. So, aber ich bin ja froh, dass das jetzt gerade hier echt gut lief. Zumindest der zweite Kampf. Hier führt uns ein Weg ganz woanders hin. Ich fürchte, das ist doch keine gute Idee. Wir schauen mal nach.
aber ich glaube, wir gehen da lieber zurück und geben die Quest ab. Ich glaube, der Wolf hier ist nicht mehr so hungrig, ne? Nee, das ist ein normaler Wolf. Na komm, da haben wir ja schon gelernt, das geht böse auf die Mütze. Ah ja, der macht ja hier diesen Gleitersprung. Das ist ganz komisch. So, gehen wir die Quest mal ab. Dann haben wir wenigstens mal eine Aufgabe gelöst. Unfassbar. Und halbwegs souverän. Wir mussten nur einen Heiltrank nehmen. Okay. Hey, du! Ich muss dich warnen. Ein Krieger des Ordens ist auf unseren Hof gekommen. Als hätte ich es geahnt. Du dürftest ja eigentlich gar nicht hier sein. Hör zu. Wenn er dich sieht, dann bist du erledigt. Er wird dich niederschlagen und in die Vulkanfestung bringen lassen. Und was jetzt? Wir müssen warten, bis er wieder weg ist. Am besten, du folgst mir unauffällig und verschanzt dich in unserem kleinen Lagerhaus. Dort steht ein Bett. Leg dich dorthin und schlaf erstmal eine Runde. In ein paar Stunden ist der Ordenskrieger weg. Alles verstanden? Vor allem erklär's mir nochmal, ist es in Ordnung. In Ordnung. Alles klar. Los geht's und pass auf, dass er dich nicht sieht. Ja, natürlich speichern wir auch vorher. Ich glaube, sie stellen uns da keine Falle, meine ich, oder? Schleichen können wir ja noch gar nicht. Nee, C war das auch nicht. Ich glaube, wir können noch gar nicht schleichen. Das müssten wir erst lernen. Oh. Da ist er ja. Ich soll da hinten in das Lagerhaus, aber er steht doch da vorne. Ah, okay, er dreht sich rum. Darf ich dann jetzt auch hier... Ich meine, der hat uns ja eingeladen, ne? Er hat gesagt, komm rein, es ist unser Haus, es ist dein Haus und... Mach was draus, so mehr oder weniger. Naja. Gut, wir schlafen mal. Wir haben ja gespeichert. Ich weiß jetzt nicht, ob er uns verrät oder nicht. Oder wie auch immer. Ich glaube aber, sie verraten uns nicht. Warum auch? Wir haben denen jetzt auch bisher geholfen. Ein Fläschchen. Ist er jetzt weg? Die Luft ist rein. Der Ordenskrieger ist wieder gegangen. Puh, das war knapp. Wenn er dich erwischt hätte, wärst du jetzt schon auf deinem Weg in die Vulkanfestung. Nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Oder ich hätte ihn umgehauen. Deine hungrigen Wölfe sind erledigt. Du hast sie getötet, ja? Das ist gut. Dann kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Hier, nimm dies als Dank von mir. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Ich hoffe, dass du deinen Weg finden wirst, mein Freund. Das hoffe ich auch. Leb wohl. Und nochmals vielen Dank. Magische Heilung hin oder her. Ich hätte jetzt doch lieber Gold genommen, wenn ich ehrlich bin. Hier. Wegen deines Hofes. Die hungrigen Wölfe in der nahegelegenen Höhle sind erledigt. Das ist die beste Nachricht seit langem. Das hast du vortrefflich gemacht, Fremder. Nimm dies als Lohn. Ja. Ich denke, auf deinem Hof gibt es nichts mehr zu tun für mich. Gut, dann steht es dir nun frei zu gehen, Fremder. Hier hast du ein paar Dinge, die dir auf deinem Weg nützlich sein werden. Möge dich die heilige Flamme schützen. Wenn du immer noch zur Hafenstadt willst, dann geh nun zu Bruder Tellur. Er wird dir den Weg zum Hintereingang der Stadt zeigen. Danke. Lass uns handeln. Ja, ich glaube, da hat er erstmal nichts Interessantes. Wir bräuchten natürlich Pfeile und Co. und überhaupt... Ja, aber vielleicht nicht bei ihm. Was hat sich denn auch gelohnt, alleine ihre Kiste da leer zu räumen? Bruder Tellur. Jetzt lass uns mal kurz innehalten. Wir haben jetzt die Höhle dahinter, dann kommen wir, wenn wir da durchgehen... also, wir haben die Höhle dahinter gesäubert, wenn wir da durchgehen, kommen wir zu gefährlichen Wölfen. Hier sind Wildschweine. Keine Ahnung, was da hinten links ist.
Wir haben jetzt auch zu wenig Pfeile, um jetzt gegen die zu kämpfen. Im Nahkampf sind wir halt noch low. Das können wir vergessen. Hier bräuchten wir auch Pfeile, um diese Motten zu besiegen. Ja, wir sind halt sehr auf die Pfeile angewiesen, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Ist halt leider so. Lass dich nicht aufhalten. Okay, Benny hat nichts mehr zu sagen. Dann Tellur. Wir speichern natürlich vorher. Ich hatte erst überlegt, dass wir vielleicht hiernach nochmal zum Sumpflager zurückgehen werden. Ich musste gerade das Mikro richten. Aber ich glaube, es wäre sinnvoller. Oh, wie schön das aussieht. Das bei so einem alten Spiel. Muss man mal sagen. Aber ich halte es, glaube ich, für sinnvoller, wenn wir erstmal zur Stadt gehen. Weil wir haben halt einfach kein Geld, wir haben nichts. Und in der Stadt können wir eventuell klauen. Wir können die ein oder anderen kleinen Quests machen. Und die ein oder anderen Erfahrungspunkte ergattern wir auch noch. Wenn wir hier mal schauen, wir sind Stufe 4. Wir sind bald auch wieder Level up. Es fehlt nicht mehr so viel. Aber müssen wir mal gucken. Axtkampf sind wir was stärker. Was eigentlich Quatsch ist, ne? Hatte ich Axtkampf einmal erhöht? Ich wollte doch einmal Schwertkampf erhöhen. Habe ich Axtkampf erhöht? Oder war das vom Spiel jetzt vorgegeben? Auf jeden Fall wäre es sinnvoller, finde ich jetzt, mit dem Bogen besser zu werden. Weil wir ja doch eher so ein Bogenkämpfer sind, beziehungsweise Fernkämpfer. Das ist so meine Art, aber sehen wir später mal, wie es weitergeht. Das ist zu riskant. Schade, wir können nichts klauen. Tristan sagt, du sollst mich zum Hintereingang der Hafenstadt bringen. Kein Problem. Es ist aber ein weiter und gefährlicher Weg, musst du wissen. Bereite dich also darauf vor. Ja, ich kann mich nicht vorbereiten. Ich könnte höchstens mal zurückgehen, ein paar Pfeile kaufen im Einlager, aber ja. Ich bin bereit. Auf zur Hafenstadt. Gut, folge mir. Aber bleib dicht hinter mir, klar? Wir haben nicht mal die 500 Goldstücke, um uns diese, ja, sag ich mal, Bauernkleidung zu kaufen. Gut, nee, Bauernkleidung war eher Gothic. Ihr wisst schon, die Kleidung von den Arbeitern. Folge mir. Aus dem Sumpflager. Die Insel ist voller Gefahren. Auch dieser See hier unten. Aber wenn du auf dem Steg bleibst, kann dir nichts passieren. Komm, weiter geht's. Bist du sicher, dass da nichts passieren kann? Soll ich dir erstmal demonstrieren, was hier passieren kann? Beziehungsweise, du bist ja jetzt mein Begleiter, du ergatterst doch mit mir jetzt Erfahrungspunkte, oder? Ich will jetzt einfach nur mal testen, ob dem so ist, weil wir haben ja gelernt, ne, wenn du 90% der Gegner alleine killst und jemand anders klaut dir den Kill, dann kriegst du keine Erfahrungspunkte. Im Endeffekt musst du ja nur den finalen Schlag machen. Lass den Mist. Den kriegen wir. Oh Gott, jetzt kommen sie alle. Oh, wow. Elegant daneben geschossen, Extreme. Elegant. Das war der letzte. Du schaffst es! Ja, ich stehe dir bei. Ich habe ja gespeichert, ne? Also. Ach du Scheiße, das können wir so vergessen. Wir sind so ein Low-Bob. Ich krieg ja nicht mal einen Platz. Alter, der zieht mir ein drittes Leben ab fast. Ja, so ein Vierte, aber trotzdem. Bruder Tellur, bist du okay? Da unten? Und wir haben ja schon mal auf Stärke geskillt, ne? Also wir sind ja schon mal ein bisschen stärker. Also Tellur, stell dich mal nicht so an. Guck mal hier. Ich bin hier voll am Aufräumen. Oh, der hat ja ein Kombo drauf. Das wusste ich ja gar nicht, dass sie auch ein Kombo machen können. Ja! Ich habe einen am Konto und der kriegt von allen aus dem Maul. Herrlich. Warte, ich muss mal eben einen Trank trinken. Warte mal, ich bin gleich bei dir. Hast du denn hier mal... Oh! Ja, guck hier, ich habe den zweiten besiegt. Was hätte ich mal einen down?
Ja, ich krieg auch da die Erfahrungspunkte. Ja, nice. Dann mach mal. Ich vertrete mir mal kurz die Beine. Alles muss man ja selber machen, ey. Ja, Level up. Ich bin der Größte. Tja, Bruder Tello war da hier nicht so wirklich eine Hilfe. Was ist? Ja, gut, komm. Aber wir haben das jetzt ein bisschen ausgenutzt. Natürlich hätte ich das so niemals geschafft, ne? Da speichere ich jetzt mal. Das war jetzt schon gut an Erfahrungspunkte und an Loot, was wir jetzt dazu bekommen haben. Was ist? Die andere machen wir dann mal selber alleine irgendwann, wenn wir stark genug sind. Ich meine, das ging jetzt eigentlich, ne? Wenn wir noch ein bisschen bessere Rüstung haben und noch ein bisschen mehr Damage machen. Ich denke, dann kriegen wir das auch noch ein bisschen besser hin. Wir müssen weiter. Ja, aber du musst doch wissen, ich bin Blümchensammler. Das braucht ein bisschen. Wir müssen weiter. So, hier geht's runter zum Haupttor der Hafenstadt. Aber jemand wie du ist besser beraten, wenn er nicht darunter geht. Du würdest nur einem Trupp Ordenskrieger in die Arme laufen. Naja, und was die mit dir anstellen, brauche ich dir ja sicher nicht mehr erzählen, oder? Ja, ja. In Ordnung, hab's kapiert. Geh weiter. Gut, dann mal los. Okay. Jetzt gehen wir vollkommen woanders lang. Ich dachte, wir gehen jetzt da hinten einmal rum, aber anscheinend nicht. Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung. Wir folgen ihm jetzt einfach mal. Wenn du diesem Weg hinauf folgst, wirst du zur Vulkanfestung gelangen. Aber was rede ich? Überall auf der Insel sind Schilder aufgestellt, die dir den Weg weisen, wenn du dich verlaufen hast. Verstehe. Soll ich dich noch weiterführen? Jo. Ja, geh weiter. Gut, na dann komm. Und da haben wir so einen Ordensfuzzi. Folge mir. So einen dürfte ich ja mittlerweile auch schon platt kriegen, oder? Da haben wir einen Wolfi, da sind zwei Seegeier. Es ist also sehr gefährlich, da sind sogar drei. Holy, das sind ein paar Wölfe. Können wir vielleicht... Ich weiß, aber es ist am Anfang ja schon wichtig, irgendwie voranzukommen, ne? Der Tello, kann man ja sagen, was man will, lieber Kerl, dies, das, aber... Ach, das sind nur hungrige Wölfe. Umso besser. Wow, der kriegt die mit einem Hit weg, das ist unfassbar. Okay, wir brauchen aber auch nur zwei Hits. Na gut, dann habe ich ja nichts gesagt. Ja, hungrige Wölfe sind dann auch für uns mittlerweile, das heißt kein Problem mehr, aber sind auf jeden Fall einfach. Ich hatte die jetzt irgendwie schwerer in Erinnerung. Die in der Höhle haben wir vorhin mit Pfeil und Bogen bekämpft. So, den Rest bis zum Hintereingang der Stadt musst du alleine gehen. Es ist aber nicht mehr weit. Halte dich von hier ab Richtung Süden, durch den schmalen Korridor dort. Immer weiter nach Süden und du wirst auf eine hohe Felswand treffen. Dieser folgst du einfach weiter. Sie wird dich direkt zum Stadttor führen. Und was passiert dann? Ich vermute, dass eine Wache der alten Stadtgarde vor dem Tor steht. Naja, aber ich schätze, dir wird schon was einfallen, wie du den Wachposten überredest, dich marschieren zu lassen. Überreden? Wie soll das laufen? Sagen wir mal so, wenn du genug Gold dabei hast, wirst du seine ganze Aufmerksamkeit haben. Genau. Das war schon immer so bei den Jungs der alten Stadtgarde. Verstehe. So, ich muss jetzt wieder zurück zu meinem Kornfeld. Viel Glück und lass dich nicht unterkriegen. Jo, dankeschön und vor allem, du hast mir gut den Weg freigehalten. Also, er hat ja schon gut geholfen, jetzt hier den einen oder anderen zu besiegen. What? Was guckst du mich so an hier? Ja. Bam! Ich brauch kein Tellur, ich brauch niemanden. Ich bin extrem der Allmächtige und speichere jetzt erstmal 10 Mal, bevor wir jetzt hier gegen einen Gnomen kämpfen. Das ist sogar ein Häuptling. Oh, ich glaube, das war keine gute Idee. Nein, das war keine gute Idee. Nee, das werden wir verlieren. Ach, wir werden jetzt ja noch beworfen hier aus dem Hintergrund. Nee, das ist jetzt, das war nicht clever. Also sehen wir doch noch Zulauf hier. Hier so einen hungrigen Wolf kriegen wir platt, aber keinen Gnomenhäuptling. Noch nicht. Wir kommen zurück.
Und in Risen 1 verstehen diese Gnome keinen Spaß, nicht wie bei Risen 2. Aber da kommen wir ein anderes Mal zu. Da oben ist ein Wildschwein, das müssen wir jetzt eigentlich nicht belustigen. Das Knurren kam jetzt gerade von hier. Irgendwas ist da, was sich böse anhört. Unser Weg ist ja eigentlich eindeutig, der fällt zwar in Folgen, bis wir zur besagten Position kommen. Wölfe. Ist es nicht so ersichtlich, was sind das denn für Wölfe? Sind das hungrige, sind das normale, sind das unbesiegbare? Keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine? Es sind hungrige, okay. Ich sollte trotzdem nicht so großkotzig sein. Bei 3 ist natürlich schon ein anderes Kaliber, ne? Oh, da ist auch ein normaler Wolf dabei. Oh, oh. Oh, es sind 2 normale Wölfe. Das war eine Lock-Taktik, war das. Siehst du, gut, dass ich gespeichert habe. Schaffe ich niemals. Heilen. So. Nur den Rest schaffe ich jetzt halt nicht. Oh, das war ein guter Kombo. Bin ein bisschen groß. Kotzig, ein bisschen übermütig, sage ich mal so. Passt wohl eher. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich mache sie mit Leichtigkeit platt. Wenn es hungrige sind, ist das natürlich ein anderes Kaliber, aber normale Wölfe sind halt normale Wölfe, ne? Deswegen bin ich ja nicht umsonst vorhin diesen einen Weg nicht weitergegangen. Das hat uns fies erwischt. Ich möchte ja ganz gerne eigentlich den einen weiter behandeln, aber... Nein! Oh Gott! Nein! Lauf! Naja, dieses Laufen ist relativ, ne? Man kann in dem Spiel nicht sprinten. Oder ich bin zu blöd dafür. Starre Ratte, bitte nicht. Nein, da kommen ja immer mehr Gegner. Oh mein Gott. Es wird dramatisch. Wir sterben. Oh nein. Ich glaube, ein paar Pfeile mehr hätten uns gut getan. Ne? Also mit den Pfeilen kann man sich in einer, sag ich mal, etwas überlegeneren Position fühlen. Oder begeben. Nur so sind wir jetzt gerade so ein bisschen... Tja, ein Klatsch und du liegst, so ungefähr, ne? Ich möchte das hier nicht. Sind das junge Stachelratten? Bitte seid jung. Ja. Also, wenn sie uns treffen, ist auch ordentlich, aber... Oh nein. Na komm schon. Nein, er lebt noch. Puh. Ach Gott, ey. Ich will das doch hier alles gar nicht. Ich will doch nur zur Stadt. Da vorne ist die Stadtwache. Das ist natürlich schon ein heftiger Weg hier mit den ganzen Wölfen. Aber wir haben es gepackt. Wir sind da und natürlich speichern wir auch das hier, weil, ne, ihr wisst ja, was wir geschafft haben, haben wir geschafft, müssen wir nicht nochmal machen. Yay! Krog, Goldmünzen. Na, für die Münzen hier machen wir doch gerne diesen Aufwand. Können wir uns ein bisschen Fleisch kochen? Das wäre schon... Gut, ich mache mal nicht alles. Ich weiß nicht, ob wir dann für eine Quest ist ja manchmal, dann brauchst du so und so viel rohes Fleisch oder so und dann habe ich alles verbraten. Lecker. Zumindest, dass wir uns mal hochheilen können. Fragezeichen. Wurst. Einmal eine Wurst, dann Brot. Dann haben wir... Wo ist es denn? Da. Das Fleisch.
Guck mal, das bringt doch schon mal ein bisschen was. Und Käse. Yum, yum, yum. So, uns geht es wieder gut. Ich speichere nochmal erneut. Es tut mir leid. Ich weiß ja nicht, oder ich weiß nicht mehr, was auf uns zukommen könnte, wenn ich da jetzt einfach so reingehe und sage, hallo, hier bin ich. Ach, guck mal, da wurde eine Dame gefressen. Von zwei jungen Stachelratten. Wenn dich angreift, habe ich die Faxen dicke. Eine Wichtelkappe, sehr gut. Für Geschicklichkeit. Leiche. Aha, das hat sich ja gelohnt, die Leiche auszunehmen. Da hinten hätten wir nochmal eine kleine, winzige Insel. Aber unten sind wahrscheinlich noch viele Gefahren. Und ich denke mal, die eine oder andere Muschel kriegt man da unten auch noch. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Nein, wir können ja gar kein Schlösserknacken. Mist. Egal. Machen wir es später. So, jetzt mit der Wache reden. Aber erst möchte ich dem Beutel kaltes Herz. Das war von dieser Moorleiche, glaube ich, ne? Wo ist es denn? Bin ich blind? Nicht sagen, ich weiß, ich bin blind. Hä? Ach da. 25 Goldmünzen. Das hat sich immer gelohnt. Hey, Leto. Hey, du. Was machst du hier draußen? Weißt du nicht, dass es verboten ist, sich außerhalb der Stadt rumzutreiben? Deshalb will ich ja rein. Deshalb will ich ja rein. Du hast Glück. Die wenigen, die versucht haben, noch reinzukommen, haben es am Haupttor versucht. Die sind jetzt alle in der Vulkanfestung. Die Deppen sind direkt der Inquisition in die Arme gelaufen. Hier am Hintertor laufen die Dinge ein wenig anders. Wenn du ein bisschen Gold rüberschiebst, können wir über alles reden. Was verlangst du, damit du mich in die Stadt lässt? 100 Goldstücke musst du mir schon geben. Dafür mache ich das Tor auf und stell keine Fragen. Außerdem muss dir klar sein, dass du hier nicht kommen und gehen kannst, wie du willst. Wenn du erst einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Du verlangst eine Menge Gold. Sei froh, dass ich dir nicht das Doppelte abnehme. Aber ich bin ja kein Arschloch. Ich lasse mit mir handeln. Also, wenn du nicht genug Gold dabei hast, kannst du mir ein paar von den Sachen verkaufen, die du gefunden hast. Wie ist die Situation in der Stadt? Seit Don Esteban die Stadt verlassen hat, weht hier ein anderer Wind. Die Inquisition hat jetzt das Sagen. Als erstes wurden die Bauern in die Stadt gebracht und anschließend beide Tore verriegelt. Das ist das neue Gesetz des Inquisitors. Und Kommandant Carlos lässt jeden, der dagegen verstößt, in die Vulkanfestung bringen. Was kannst du mir über Kommandant Carlos sagen? Er ist der neue Chef der Stadt. Zusammen mit seinen Ordenskriegern versucht er, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Was meinst du mit versuchen? Ich meine, die Banditen des Don werden sich ihre Geschäfte nicht wegnehmen lassen, klar? Noch ist es ruhig, aber das kann sich jederzeit ändern. Was passiert in der Vulkanfestung? Es heißt, sie trainieren dich. Aber jeder hier weiß, dass du da oben verzaubert wirst. Wie soll ich das denn verstehen? Ein paar der Burschen, die sie in die Vulkanfestung gebracht haben, sind wieder in der Stadt. Vorher haben sie es mit den Gesetzen nicht so genau genommen. Und jetzt folgen sie blind dem Inquisitor. Sagen wir mal das. Das könnte mir nicht passieren. Ha, das sagst du. Aber ich sage dir, der Inquisitor kennt Mittel und Wege, auch dich gefügig zu machen. Er ist ein mächtiger Magier. Und wenn du jemals die Vulkanfestung betrittst, bist du ihm ausgeliefert. Okay, Don Esteban. Erzähl mir von Don Esteban. Die meisten Leute glauben vielleicht, er wäre vor der Inquisition geflohen. Aber das ist nicht wahr. Ist das nicht? Nein. Er hat sein Lager im Sumpf aufgeschlagen und jetzt holt er selbst das Gold aus den Ruinen. Das ist es nämlich, worum es hier geht. Das Gold. Er hat nur ein paar seiner Banditen in der Stadt zurückgelassen, die seine Geschäfte weiterführen sollen. Das ist zu riskant. Schade. Ja, also? Also, was erwartet mich in der Stadt? Jedem anderen würde ich raten, den Kopf unten zu halten.
Aber du siehst nicht so aus, als wenn du Ärger aus dem Weg gehst. Kommt drauf an. Sag ich ja. Also, wenn du vorhast, dich in irgendwelche Geschäfte einzumischen, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Entweder du arbeitest für den Orden oder du hilfst den Banditen. Eine andere Chance hast du nicht. Ja, für wen wohl? Und für wen arbeitest du? Ich gehöre zur alten Stadtwache. Wir unterstehen jetzt dem Befehl von Kommandant Carlos. Und das gefällt dir wohl nicht? Mit den Ordenskriegern kann man keine Geschäfte machen. Das war früher anders. Der Don war immer offen für ein gutes Geschäft. Du meinst, ihr habt euch bezahlen lassen? Nenn es, wie du willst. Ein Geschäft ist ein Geschäft, genauso wie unser kleiner Handel. Lass uns handeln. Was hast du denn Schönes? Er hat auf jeden Fall Pfeile. Die nehme ich gerne alle mit. Heiltränke nicht so wichtig. Bolzen schon eher interessant. 25. Klingenschaden 20. Ich glaube, sonst könnten wir jetzt hier von ihm nichts mehr gebrauchen. Gibt er uns denn auch tatsächlich 60? Ich gebe dir noch 20 dazu. Das ist nice. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall Gewinn gemacht, aber wir müssen natürlich auch gucken, dass wir jetzt die 100 zahlen. Ich würde sagen, das machen wir aber erst in der nächsten Folge, denn das ist jetzt quasi schon entscheidend. Wenn wir nämlich hier jetzt reingehen, kommen wir erstmal auch nicht mehr raus. Ich denke, das ist schon eine gute Entscheidung, wenn wir reingehen, weil wir da drin vieles, vieles erledigen können. Von daher werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge in der Stadt wiedersehen, beziehungsweise zusammen hineingehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. In 2 Tagen geht es weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und in 2 Tagen geht's weiter. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss.